Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal, und zwar von World of Warcraft Legion. Ich habe einen Beta-Key bekommen und habe gedacht, ich zeige euch mal, was es in dem neuen Addon so alles zu sehen gibt. Und wir wollen auch direkt mit dem Dämonenjäger starten. Ihr seht schon, nur Nachtelfen und Blutelfen können Dämonier sein, keine anderen, ist natürlich auch logisch. Und da ich ein Fan der Horde bin, nehme ich natürlich einen Blutelfen. Und wir legen direkt los mit der Charaktererstellung. Wir nehmen natürlich einen männlichen und fangen mit der Hautfarbe an. Was nehmen wir denn da am besten? Sowas sieht doch ganz gut aus. Beim Gesicht wählen wir. Boah, da sieht man sehr viel, weil man, da muss man das, die Augenbinde mal wegnehmen, sondern sieht man auch mehr Gesicht. Machen wir ihn böse. Aber mit so einer Narbe gibt es nicht so viel Auswahl. Ich denke mal, eins von den beiden. Wir nehmen das. Sieht relativ normal aus. Bei den Haaren, ja, kennt ihr halt von allen ganzen Blutelfen-Modellen, hat sich jetzt überhaupt nichts verändert. Nehmen wir was Langhaariges, das hier zum Beispiel. So. Haarfarbe. Da würde es ziemlich viel passen. Sieht alles nicht so schlecht aus, finde ich. Aber ich bin so Fan der dunklen Haare. Bärte bin ich für kein. Tätowierungen gibt es sehr viele geile Sachen, muss ich sagen. Und je nachdem, wie man die Farbe nachher anpasst, sieht das aber auch nochmal geiler aus. Ich würde zu dem hier raten. Weil später hat man ja eh viel bedeckt, aber hier sieht man so am meisten noch, finde ich. So, Tätowierfarbe sieht man jetzt hier. Nehmen wir natürlich das Leuchtgrüne, aber ich zeige euch trotzdem alles. Man kann natürlich auch mit Roten ziemlich was geil machen, weil die Hautfarbe noch verändert, habe ich bei anderen Leuten schon mal gesehen. Bei Hornart finde ich die schon eigentlich perfekt. Das sind ja auch so diese langen Illidan-Hörner. Kommen wir jetzt zum Schluss zur Augenbinde. Da gibt es echt sehr komische Tücher. Wobei irgendwie die ändern sich nur ein bisschen von der Farbe. Das sieht ähnlich aus und das. Verzeihung, das sieht auch ähnlich aus. Aber ich denke mal, wir nehmen das hier. So, Name. Und dann tauchen wir auch direkt mal ein in die Welt des Dämonenjägers. So, ohne Intro werden wir direkt ins Gebiet hier reingeworfen und sehen jetzt schon, ja, es sieht ein bisschen aus wie die Höllenfeuer-Halbinsel. Schlüsselstein ist das Kernstück meines Plans gegen die brennende Legion. Er ist auch euer einziger Weg zurück. Findet ihn und kehrt zum Schwarzen Tempel zurück. Ja, da sehen wir schon, Illidan gibt die Befehle. Und mir ist gerade aufgefallen, die Höllenfeuer-Halbinsel hat eine ganz andere Farbe. Aber Azeroth darf nicht fallen. war so ein Vergleich. Ihr Schlechter, habt aber das ist okay. Illidan gehört. Sucht den So, jetzt Schlüsselstein. haben wir, was beim Dämonenjäger natürlich auch neu ist. Er ist die Den einzige Klasse jetzt Tempel mit einem der Doppelsprung. Legion angreifen. Und wenn man noch ein So drittes Mal gehört drückt und gedrückt Azeroth. hält, kann man Tötet dann sie alle! gleiten. Was mega cool ist. Die erste Fähigkeit, Teufelsrausch, ist halt so ein Ansturm. Könnt ihr zwei miteinander machen, danach lädt es auf. Dämonenbiss Das ist ist zu halt ein gut normaler entfernt. Schlag, der generiert die Energie hier. Diese Energie ist halt wie beim Schurken zum Beispiel und ist aber jetzt was Eigenes, was dann halt Energie aufbaut für weitere Fähigkeiten. Und damit kommen wir zum Chaosstoß. Das ist dann diese Fähigkeit, die ihr unten seht, aber kann man alles besser mal in der Praxis sehen jetzt. So, seht ihr auch direkt schon hier unter dem Charakter ist die Lebensanzeige wie auch diese Dämonen-Energieanzeige. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber nennen wir sie Dämonenenergie. Das ging schnell, hier ist ein großer, den hauen wir auch weg. Man sieht auch hier unten schön, wird immer alles gut angezeigt, die ganzen Details zur Quest und dem Leben der Gegner. Alles viel einfacher. Also ich selber habe seit Pandaria nicht mehr wirklich WoW gezockt, deswegen weiß ich nicht, welche Sachen jetzt neu eingeführt wurden, aber damals hatten wir Questhelper zum Beispiel, um die ganzen Daten anzuzeigen, und jetzt gibt es einfach hier und hier, ne? Wird alles super beschrieben.
Alle Gegner, die es für Quests brauchen, werden auch mit so einem orangen Rahmen hier angezeigt, was ich auch sehr praktisch finde. Sind alles so ein paar Kleinigkeiten, aber ist auf jeden Fall schon nice. Ja, optisch hat sich bei der Beta halt nicht viel getan. Sie haben ja immer mal wieder gesagt, dass Charaktermodelle ein bisschen überarbeitet werden, aber WoW hat halt diese eingefleischte Grafik von damals und da wird auch nie sich was in Richtung HD wirklich ändern, weil es hat mich viel darauf angesprochen, so haben die jetzt endlich bessere Grafik? Nee, nicht wirklich. Aber WoW-Fans verstehen das auch, die wollen das nicht so ein Cry-Engine-Grafik da. Wäre es bestimmt auch mal ganz lustig wäre zu sehen. Aber bei WoW geht's echt weniger um die Grafik als mehr um den Spielspaß, weil man sieht ja trotzdem, wie viele Fans immer noch hat nach so vielen Jahren. Auch wenn ich ehrlich sein muss und die in den letzten paar Jahren ein bisschen zurückgegangen sind und Overwatch mittlerweile so over the top ist gerade, was die Spielerzahlen angeht, mit über 11 Millionen glaube ich mittlerweile. 11 Millionen hatte WoW auch mal. Das war so ungefähr zu PC-Zeiten, wo ich auch angefangen hatte damals. Wenn ich nicht anhab, schnell plündern. Das muss ich erstmal erst wieder. Ach da. So. Deswegen hebt ihr auch nichts auf. Aber zum Glück brauche ich keine Questgegenstände. Noch nicht. Was in der Mitte noch ein bisschen verbuggt ist, ist halt diese Fähigkeit des Anstürms hier. Dieser Teufelsrausch. Weil manchmal fliegt er einfach beim Anstürmen gar nicht wirklich weit. Manchmal fliegt er einfach zu weit, ich bin auch schon mal abgekackt. Weil ich muss dazu sagen, das ist natürlich das erste Mal, dass ich jetzt einen Dämonenhunter spiele. Weil ich hatte schon im Stream vor einigen Tagen bis Level 103 gezockt. Wollte aber extra nochmal jetzt für hier für YouTube für euch eine neue Aufnahme machen, für alle, die den Stream nicht gesehen haben. Und habe gerade schweren Herzens meinen alten Dämonenjäger gelöscht. Syliana, Jace, Alari, findet den Schlüsselstein. Gut, dann aktivieren wir mal das Portal. So, kurz die Fenster gewesen. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Aktiviert so alle drei Portale und ruft den Rest unserer Streitmacht herbei. Dann rufen wir mal den Rest der Streitmacht herbei. Wurde da gerade eines der Portale aktiviert? Nummer 1. Ich will einen Lagebericht. Sofort! Hier wurden viele Seelen geopfert. Nummer 2. Ich gehe vor und suche Alari. Ich überbringe euch ein Geschenk. Nummer 3 ist wo? Illidan persönlich. Meine Truppen gehören euch. Wir werden beim Aufbau der Vulkanstellung helfen. Nee, das war was anderes. Wir suden alles mit Teufelsenergie, was sie berühren. Achso, genau, ich muss das Mount jetzt nehmen. So. Jetzt laufen wir mal da lang. Ihr seht auch eine Prozentanzeige von der Quest. Oh, wie viel Erfahrung gibt, ey, krass. So, jetzt können wir hier so ein Steindinges kaputt kloppen. Jetzt können wir hier rein und eine schöne Kiste aufmachen noch. Was war das? Teufelskristallfragment. Zerschmettert die Kristalle für eine Chance, bei Treffern Feuerschaden zu verursachen und eure Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Lange 10 Minuten. Was?
lange um 10 erhöht, genau. Kann nur im Madrum. Ja, machen wir mal. Jetzt haben wir einen Buff. Schön. Warum wird das dann noch angezeigt? Egal. Jetzt müssen wir von den netten Leuten hier einen seelenschliffernden Schlüssel bekommen. Auch ein geiler Name. Ich muss näher ran. Sollte aber nicht allzu lange dauern. Da ist er auch schon. So, und jetzt kann man da so Gitter aufmachen und Leute befreien. Sorry, meine Nase ist ein bisschen zu. Jetzt habe ich ein paar gepult. Das ist natürlich nicht so toll. Aber der Dämonjäger ist ja ein starker Kerl. Der haut die einfach beide um. Ich dachte eigentlich, dieses Krokodil kommt auch noch, aber nee. So, jetzt müssen wir das Ding noch kaputt machen. Aber die beiden Kollegen ja dazu auch mal um. So, ihr seht schon, fast die Hälfte geschafft. 45% haben wir. Ich werde euch alle vernichten. Ach, schade, ich dachte, er bemerkt mich nicht, aber so dumm sind die dann doch nicht. Müssen immer Opfer gemacht werden, Kollege. Wir sehen uns beim letzten so. Tor. Dann gehen wir mal zum letzten Tor. Illidari Champion, wir sind die Echsen. So, die helfen auch noch jetzt. Das ist zu weit entfernt. So, noch ein Beschwert. Zerstören wir den noch mal eben. Sind ja alle sehr nah beieinander. Ist ja gut. Und die letzte. Aber die Quest auch fertig. So, jetzt müssen wir dahin. Glaube ich. Ah, hier. Bin verwirrt. Warum steht das hier? Angriff auf Madrum. Ja. Ach, das ist, glaube ich, allgemein die, genau, die Quest hier, um alle zu töten, befreien, whatever, damit man halt diese Leiste vollkriegt. Das war ich auch ein bisschen verwirrt kurz. Ja, da hat man schon diese Hilfe von diesem Quest-Helper-Ding und dann raff ich es trotzdem nicht. Das ist 75%, wir müssen noch irgendwelche von den Kristallen zerstören. Wenn hier mal welche wären. Ich sehe keine. Das ist für eine andere Quest. Das ist noch was anderes. Egal, dann töten wir einfach Gegner. Gegner töten gibt ein bisschen weniger Erfahrung, aber. Also, was heißt Erfahrung? Prozente hier. Gibt natürlich mehr, wenn man halt diese Kristalle zerstört. Nur so zur Info. Krass, sonst sind sie überall. Jetzt sehe ich keinen.
Ich muss näher ran. Haben wir aber leicht geschafft, Leute. Das ist eine kleine Quest, die ist ein bisschen zieht jetzt, aber so ist WoW halt. Das gehört auch dazu, ne? Muss man halt mal ein paar Minuten länger drauf einschlagen auf Leute, damit man die Quest fertig kriegt. Aber gleich kann ich euch wieder mehr zeigen. Ach, da ist so ein Kristall zum Zerstören. Es wird spannender, Leute, versprochen. So, das ist abgeschlossen. Jetzt können wir sie endlich abgeben. Der Jace, der alte Halodri. Schon eine Brustplatte bekommen. Sehr schön. Direkt mal anlegen. Boah, super. Stiefel haben wir hier auch schon. Alles klar, Ruhestein können wir mal. Ach, scheiß drauf. So, nicht zerstören. So, genau, diese Richtung. Später, was ich auf jeden Fall mit euch mitgeben kann, ist, wenn ihr eine Damage-Klasse machen wollt mit dem Dämonenhunter, Meisterschaft ist das A und O. Deswegen ist es auch eigentlich dumm gewesen, das hier wegzumachen, weil. Ja, obwohl, da gibt es nur wenig Meisterschaft, dafür die anderen Werte höher. Das ist egal, aber hauptsächlich immer Sachen mit Meisterschaft drauf anlegen. Dadurch macht ihr im Endeffekt den meisten Schaden. Meine Augen. Den wollte ich auch gerade töten. Kam er uns zuvor. Jetzt muss ich wegen dem warten. Dankeschön. Haben wir irgendwelche. Nee. Das ist was ich euch nicht zeigen wollte. Reittiere. Pets. Kann ich jetzt? Nein, kann ich nicht. Normalerweise spawnen diese ganzen Gegner, die man für Quest braucht, recht schnell. Ich würde sagen, wir machen hier mal kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Gegner da ist. Also, bis gleich! Ja, und da ist der Gegner auch endlich wieder. Jetzt können wir ihn auch direkt angreifen. Der Schnitt war ganz sinnvoll. Riesengroß kann aber nichts. Weiter geht's. Das war's. Den haben wir locker umgebatzt. Dann gehen wir die Quest jetzt auch direkt schnell ab. Ha, jetzt kommt der nächste, muss auch warten jetzt. So, die Quest können wir jetzt abgeben und wir haben, wie ihr seht, gerade vielleicht schon eine neue Fähigkeit, und zwar den Augenstrahl. Eine sehr, sehr coole Fähigkeit, die ich euch mal gleich demonstrieren kann, sobald ich das Ding angeklickt habe. Es befinden sich Dämonenjäger auf meiner Welt, Belias. Das ist ungeheuerlich! Meine Ehre, da beschwören Dämonen, um ihnen in den Rücken zu fallen, eure Hoheit. Lasst sie den Vulkan nicht betreten. Der Schlüssel zu den Welten der Legion darf nicht in ihre Hände fallen, Belias. Ich
kümmere mich persönlich um ihren Anführer, Königin. Tut das. Das war natürlich nochmal ganz wichtig, dass die Tussi dann später in die Kamera guckt zum Schluss. So, die haben wir beendet. Jetzt holen wir zwei neue Quests. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ich das nicht alles vorlese oder den Text euch zeige. Ich hake das einfach relativ schnell ab und will euch jetzt, was storytechnisch das angeht, nicht so viel vorwegnehmen. Was eigentlich Schwachsinn ist, wenn ich die ganze Quest ja eh mache, aber Wayne, ihr wisst, was ich meine. Geht nur um den Text. Der Inhalt verrät ja manchmal sogar noch mehr, wenn ich nur rumlaufe und von A nach B töte. So, wahrscheinlich werde ich was pullen. Ja, aber das ist mir egal, weil die hauen eh gleich wieder ab. Und jetzt zeige ich euch gleich den gerade angekündigten Augenlaser. Ja, sobald ich gleich im Kampf bin. Wir haben ein großes Problem. Okay, jetzt hat er es schon selber gemacht. Es war mir eine Ehre. Geht klar. So, nächste Tor aktiviert. Und nochmal eine Armee hier. An Verbündeten. Seid ihr ja. Fürst Illidan hat meine Shivara unter euren Befehl gestellt. Einige Kämpfer sind in den Schwarzen Tempel vorgedrungen. Doch die Armee der Shatari wird zurückgeschlagen. Unser Auftrag ist es, schnellstens den Sagerit-Schlüsselstein zu besorgen und dann zur Verteidigung zurückzukehren. Entschuldigt mich. Kommt, meine Lieben, den Vulkan hoch bis zum Stützpunkt. So, jetzt haben wir überrennt sie, bevor sie euch überrennen. Beliash getötet und Macht übernommen. Und dann müssen wir die Quest hier abgeben. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge töten wir diesen Beliash und sehen mal, wie es weitergeht. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!